Papa, ich bin jetzt gleich auf dem Weg nach München. Ich habe morgen Kostümprobe im Theater. Ja, ich bin auch schon total aufgeregt. Ja, ich melde mich noch mal. Euch einen schönen Urlaub. Tschüss. Ja, es gab einen Unfall. Ecke Paulinenstraße. Ja, da ist jemand verletzt. Ah. Mein Knie. Mein Knie tut so weh. Das Knie tut weh? Keine äußeren Verletzungen, Verdacht auf Patellaluxation, einmal Schmerzmittel. Wissen Sie, was heute für ein Tag ist? Ich weiß es nicht. Okay, wissen Sie denn, wo wir hier sind? Gut, Schmerzmittel steht. Gut, was machen Sie denn beruflich? Ich bin dann zurück. Ah! Alles gut. So, wir bringen Sie jetzt in die Klinik, ja? Bereit alles vor. So, kommen Sie. So. Ist er hier? Was hat er denn gemacht? Guck dir das an. Auf meine Mathehausaufgaben. Das ist jetzt nicht so schlimm, oder? Ich meine, du kannst ja noch alles lesen. Du musst es nur noch mal abschreiben. Trotzdem. Und jetzt komm mir nicht mit, Finn braucht gerade ganz viel Verständnis und Rücksicht. Kann er ja gern haben, aber das geht gar nicht. Okay. Ich rede mit ihm, ja? Aber das ist ja nicht der Grund, warum du jetzt so ausflippst, oder? Lenny hat ein Bild hochgeladen. Irgendeinem Forschungsschiff in der Antarktis. Neben ihm ist so ein Mädchen, das ihn anhimmelt. Oh, vergiss es. Das ist nicht mein Tag. Ich habe neue Schokolade gekauft. Achso, ich dachte, dass du... Ich kaufe in letzter Zeit immer neue Süßigkeiten und die sind sofort wieder weg. Ich dachte, du isst die. Mann, Mama, Liebeskummer ist krass genug. Ich will nicht auch noch fett werden. Theresa Belz, 22, Fahrradunfall, akute Patellaluxation habe ich unter Schmerzmittel reponiert. Ansonsten Verdacht auf Schädel-Hirntrauma. Okay, das Knie müssen wir röntgen, aber wir checken jetzt erstmal den Kopf. Luisa, begleitest du Frau Belz bitte ins CT? Die Kollegen wissen Bescheid. Alles klar, mach ich. Hi, ich bin Luisa. Hi, Theresa. Okay. Ich hab tierisch Durst. Hey, ihr zwei. Finn, warte mal kurz. Guck mal, was ich hier habe. Das hast du doch gemalt, oder? Es ist wirklich sehr witzig geworden. Aber wir hatten uns doch darauf geeinigt, dass wir nicht an die Sachen von den anderen gehen. Und Lotte musste jetzt ihre Mathehausaufgaben noch mal abschreiben. Tut mir leid. Sagst du ihr das? Hey, das ist kein Drama. Das behalte ich. So, und ihr zwei tut mir jetzt den Gefallen, seid eine Riesenhilfe und schmeißt das in die blaue Tonne, ja? Danke. Ich bring den Müll raus und du besorgst mir Süßes. Die Küchenschublade ist voll. Einverstanden? Einverstanden. Das CT ihres Kopfes ist ohne Befund. Keine Blutungen aus dem Schlag- oder Sturztrauma. Und was ist mit meinem Knie? Die Kniescheibe ist aus der Führung gesprungen, aber das hat Dr. Kleist behoben. Eine Schädigung des Kreuzbandes liegt nicht vor. Also bin ich bald wieder fit? Sobald der Bluterguss und die Schwellungen abgeklungen sind, ja. Und wie lange dauert das? So 6 bis 8 Wochen. Das darf doch nicht wahr sein. Ich würde Sie auch gerne 48 Stunden zur Überwachung hier behalten. Was, nein, das geht nicht. Ich möchte heute sofort entlassen werden. Ja, dann aber auf eigene Verantwortung, Frau Belz, ja?
war immer so vorsichtig und jetzt versaut mir so ein rücksichtsloses Arschloch alles. Die kriegen denjenigen bestimmt. Und was nützt mir das? Ich bin morgen nicht im Theater. Was steht denn da eigentlich an? Maßnahmen für Kostümprobe und so. Bis zu den richtigen Proben dauert's noch ein bisschen, aber... Okay, dann ruf die Leute doch einfach an. Der Arzt meinte eben, es dauert mindestens 6 Wochen. Gib mir mal die Nummer von denen. Sorry, hast du kurz das Stationstelefon? Ja, klar. Danke dir. Gerne. Hey. Kliniknummer, wirkt offizieller. Städtische Kliniken Eisenach, Station 6, Ewald am Apparat. Es geht um Frau Belz. Ja, genau. Die wurde heute nämlich Opfer eines kleinen Verkehrsunfalls. Es geht ihr den Umständen entsprechend gut. Allerdings ist sie heute noch nicht reisefähig. Okay, danke schön. Wiederhören. Und? Was haben Sie gesagt? Sie wünschen dir gute Besserung, verschieben die Anprobe und du sollst dich melden, wenn es dir besser geht. Danke. Frau Belz? Ich habe hier noch Ihre Entlassungspapiere. Danke. Gerne. Gute Besserung. Na dann. Na dann. Tschüss, viel Glück. Ich dir auch. Ich finde halt einfach, an Theresa sieht man, wie schnell sich alles ändern kann, so von jetzt auf gleich. Und es bringt wirklich überhaupt nichts, einfach nur in seiner Bude zu verschimmeln und die ganze Zeit irgendeinem Typen hinterher zu heulen. Vor allem nicht Lenny. Hä? Hast schon recht. Ja, guck mal. Ist doch eigentlich ganz nice hier, oder? Hey, na? Alles gut? Ja, schon. So weit. Hey, es bleibt doch mal locker. Ich kann morgen nicht. Mein Wagen ist in der Werkstatt. Die Kohle in der Tasche, aber keine Eier in der Hose. Okay, in 2 Tagen hier. Renn auf 1500 Metern. 200 Euro Einsatz. Oder sagen wir 500? 200 Euro sind okay. Geht ja nicht ums Geld. Mir nicht. Echt viel Stress irgendwie momentan. Hey, Luisa. Hey, Simon. Na? Hey. Alles gut? Klar. Ja, das ist Lotte, meine Schwester. Hey. Hi. Hi. Dominik. Hi. Stimmt, Dominik. Hi, ja. Luisa. So einen habe ich auch. Wow. Ja, könnten auch eigentlich eine kleine Runde drehen, aber der ist leider gerade in der Werkstatt. Wäre echt cool. Ja. Alles klar? Ja, klar. Du haust mich halt um. Sag mal, wie alt bist du eigentlich? 19. Warum? Ja, so eine Karre. Kostet doch bestimmt einen Haufen, oder? Ach so, ja. Meine Eltern, die haben ein paar Autohäuser. Oh, verstehe. Kriegst du Teile also billiger. Mhm. Und wenn ich noch so ein bisschen auf die Tränendrüse drücke, dann bekomme ich auch noch ein paar extra. Lotte, ich glaube, wir müssen mal los. Oh, schon so spät. Ich würde euch ja fahren, aber... Dein Auto ist in der Werkstatt. Ja. Das holen wir nach. Auf jeden. Wir sehen uns, okay? Aha, jetzt komm. Das war wohl doch keine schlechte Idee, herzukommen, oder? Wenn man sich vorstellt, dass sie noch viel schlimmere Verletzungen hätte haben können. Ist echt Wahnsinn. Ist genauso alt wie Clara. Ich bin so dankbar, dass alle unsere Kinder gesund sind und dass wir nur mit ein bisschen falschen Freunden und Liebeskummer zu tun haben. Wie lief's eigentlich mit Finn? Finn stibitzt Schokolade. Was? Und wollte mit ihm drüber sprechen, aber dann gab es so ein bisschen Stress mit Lotte und dann wollte ich ihm nicht noch mehr zumuten. Naja, nach dem Trubel im Hort hat er sich ein bisschen Schokolade verdient. Ja. Wie geht's seiner Mutter?
Ja, dann hat die Transplantation ganz gut überstanden. Ist jetzt in der Aplasiephase. Hm. Das heißt, Finn bleibt noch ein bisschen bei uns. Ja. Finn und Rosalie verstehen sich super. Haben sich zwei gefunden. Nicht nur die. Wo bleibt eigentlich Paul? Ja, das zu dritten. Und was mit Lotte? Die schwebt, glaube ich, noch im siebten Himmel. Ach. Gibt's irgendwas, was wir wissen sollten? Also, wenn ich meine ganz vorsichtige Prognose abgeben darf, dann ist Lenny Geschichte. Wer ist es denn? Also, was macht er so? Wie ist er so drauf? Frag das doch einfach. Morgen. Guten Morgen. Morgen. Na, was willst du von mir wissen? Ich habe gerade gehört, du hast jemanden kennengelernt. Ja, vielleicht habe ich da gestern Abend einen ziemlich süßen Typen getroffen. Wo? Okay, du weißt ja, wir sind gestern noch mal raus. Und? Oh nein, ich habe doch die Frau Breuer vorgezogen. Ich muss nur, wir müssen uns beeilen. Leute, heute Nachmittag. Ich bin rasend neugierig. Mama hat gestern Klamotten aus der Reinigung geholt, in der Praxis vergessen und da war auch meine Lieblingsfrau. Rosalie und Finn sitzen schon im Auto. Mhm. Frühstück? Gesund und lecker. Vielen Dank. Rosalie ist im Moment einfach zu gerne Süßes. Morgen. Guten Morgen. Mögen Sie Schubert? Wieso fragen Sie? Können Sie nicht einfach Ja oder Nein sagen? Nein. Nein? Wozu jetzt? Zu Schubert? Nee, wir müssen schon genau wissen, worum es da geht. Na, um Schubert, sage ich doch. Das könnte ja auch ein Filmtitel sein, sowas wie Lieben Sie Brahms. Schon was länger her. Ingrid Bergmann, Yves Montand, selbst vor Ihrer Zeit. Ja, jetzt machen Sie mal halblang. Ja, natürlich kenne ich den. Das Buch von François... Sagan. So was lesen Sie? Sie sind wohl ein heimlicher Romantiker. Also nochmal, mögen Sie Schubert? Sie wollen mich einladen. Morgen Abend in der Stadthalle, stimmt's? Der Tod und das Mädchen? Wie kommen Sie denn darauf? Ich lese Zeitungen, außerdem kann ich eins und eins zusammenzählen. Also? Sie haben Ideen. Wiederschauen. Alles Gute. So, ich hab alles. Ugi, hat Frau Ewald mal wieder was vergessen? Ja, diesmal meine Klamotten in der Reinigung. Oh. Hey, ihr zwei. Simon. Hey. Na? Du arbeitest hier? Ja, seit kurzem. Was machst du hier? Handgelenk, bin gestern in der Dusche ausgerutscht. Tut scheiße weh. Okay, Hier. Ja, cool. Perfekt. Frau Dr. Thelen hat gleich Zeit. Setz dich doch einfach ganz kurz. Ich ruf dich dann. Okay. Ja gut, ich hau dann auch mal ab. Wie? Du hast keine Zeit mehr für mich? Das finde ich aber schade. Doch, ich habe Spätdienst. Aber du musst arbeiten, sonst meckert meine Mutter und am Ende noch mit mir. Theresa, was passiert? Mein Knie tut wieder verdammt weh. Ah, ich sag Dr. Kleist Bescheid. Und ich helfe dir. Geht's? Ja, muss ja. Setz dich einfach. Simon, Theresa, Simon. Hi. Hi. Theresa ist gestern angefahren worden. Derjenige ist einfach weggefahren und hat sie auf der Straße liegen lassen. Unfassbar, oder? Mein Knie hat's echt erwischt. Und das brauche ich verdammt dringend. Ich bin Tänzerin. Aber das wird doch wieder, oder? Fragt sich nur wann. Ich hätte heute eigentlich in München sein müssen. Mein erstes richtiges Engagement. Aber das kann ich wohl vergessen. Das tut mir wirklich leid. Ich hoffe, Sie erwischen den Kerl. Könnte aber doch auch eine Frau sein. Ich meine ja nur, gibt es denn noch eine Chance, dass Sie ihn kriegen? Kaum. Ich kann mich an nichts erinnern. Weißt du gar nichts mehr? Keine Automarke, Farbe, Fahrer, Fahrerin, irgendwas? An meinem Rad waren keine Lackspuren. Und die Bremsspuren, die können so gut wie von jedem Reifen stammen. Das heißt, der Typ kommt damit davon.
Oder die Frau. Wahrscheinlich. Simon, Frau Dr. Thelen hat jetzt Zeit für dich. Ich bring dich hin. Alles klar, danke. Gerne. Scheiße. Ja. In der Dusche gestürzt. Haben Sie sonst noch irgendwas gestoßen? Den Kopf, die Rippen? Warum? Das ist eine Standardfrage bei häuslichen Unfällen. Also, Ihr Handgelenk ist gestaucht. Das tut zwar weh, halt aber völlig aus. Ich verordne Ihnen eine Handgelenkschiene und schreibe Ihnen Schmerzmittel auf. Das gibt's beides in der Apotheke. Brauchen Sie auch eine Krankschreibung? Nee, ich habe gerade Abi gemacht. Den Sommer über habe ich frei. Glückwunsch. Genießen Sie die Zeit. Das Handgelenk bitte schonen und so oft wie möglich kühlen. Haben Sie sonst irgendwelche Probleme? Keine, die Sie lösen könnten. Tut es weh? Au! Oh. Und das? Oh. Als ich gestern aus dem Krankenhaus entlassen wurde, ging es mir noch gut. Aber jetzt, Sie sehen ja selbst. Also, so ein Knie kann natürlich nach ein bis zwei Tagen noch mal anschwellen. Aber mal ehrlich, haben Sie sich wirklich geschont? Ich musste eher zum Kühlschrank und das Eisbeck holen. Das war alles. Ja. Meine Eltern sind gerade im Urlaub. Ich war allein zu Hause. Aber mein Knie wird doch ganz schnell wieder besser, oder? Das hoffe ich sehr. Wir machen jetzt ein MRT und dann sehen wir weiter. Hm? Nora, fragen Sie bitte von Hatzfeld, ob er Frau Belz kurzfristig einschieben kann. Ja. Ziemlich blöde Geschichte. Ich war ja gerade bei deinem Stiefvater in der Praxis wegen dem hier. Und da war so eine junge Frau, eine Tänzerin. Naja, die ist angefahren worden. Jetzt ist ihre Karriere in Gefahr. Luisa hat von ihr erzählt. Ja. Ich weiß, es geht mich alles gar nichts an, die Geschichte, aber naja, die Frau tut mir auf jeden Fall richtig leid. Ja, der sieht schnell aus. Der ist auch richtig schnell. Na dann, worauf warten wir? Warte mal kurz. Lass uns das morgen machen, okay? Ja, ich habe gerade Schmerzmittel eingeschmissen und im Beipackzettel stand irgendwas von Vorsicht bei der Bedienung von schweren Maschinen im Straßenverkehr. Okay. Ja? Dann morgen. Versprochen? Versprochen. Ich konnte nicht schlafen. Die Nacht war Horror. Ich habe versucht, meine Freunde anzurufen, aber irgendwie ist keiner rangegangen. Und dann habe ich kapiert, dass das hätte alles auch ganz anders kommen können. Ich hätte tot sein können. Ich war echt vorsichtig. Ich habe das Bein hochgelegt, gekühlt und bin nur ab und zu mal zum Kühlschrank. Ja, eindeutig. Ein Erguss im Kniegelenk. Aber das Gelenk selbst und die umliegenden Strukturen sind doch unverletzt, oder? Wollen Sie punktieren? Sehen Sie ein Problem? Nein. Danke, dass du mit mir hier wartest. Kein Thema. Du hast bestimmt was Besseres zu tun. Aber du brauchst gerade jemanden zum Quatschen und ich habe Zeit. Es liegt bestimmt in deiner Familie, sich um Menschen zu kümmern. Ich meine, mit Eltern als Ärzten. Vielleicht läuft es bei dir auf sowas auch hinaus. Ärztin? Was möchtest du denn mal werden? Und wo möchtest du leben? Also ich bin froh, wenn ich wieder in München bin. Da habe ich einfach mehr Möglichkeiten als hier. Ich weiß nicht. Also ich habe lange in Berlin bei meinem Vater gewohnt. Aber gerade bin ich irgendwie ganz froh, hier zu sein bei meiner Schwester und meiner Mutter. Und Christian hat ja auch Kinder. Das ist echt nicht langweilig. Ja, ich sag dann Frau Mann Bescheid und dann können Sie das Rezept in der Praxis abholen, ja? Und lassen Sie sich bitte einen neuen Termin geben für morgen oder spätestens für übermorgen. Ja? Okay, jetzt. Das war der Deal. Okay. Gut, und wenn noch irgendwas ist, ich bin immer zu erreichen, ja? Tschüss. Finn?
Ja, kriegen wir die Taschenlampe? Ja, hole ich euch. Ja. Ja, danke. Finn, ich habe das gesehen und ich finde es nicht gut. Anhand der Flüssigkeit, die ich Ihnen jetzt aus dem Knie nehmen werde, können wir feststellen, ob Sie Absplitterungen oder irgendwelche anderen Verletzungen in der Gelenkkapsel haben. Das ist mir doch egal. Mein Engagement kann ich vergessen. Das ist Fakt. In ein paar Wochen fangen die Proben an. Und Frau Belz, ich kann verstehen, dass Sie niedergeschlagen sind, aber das ist wirklich nicht das Ende der Welt. Das ist noch nicht einmal das Ende Ihrer Tanzkarriere. Aber ich muss meine Übungen machen. Ich brauche Kraft und Kondition. Sie müssen jetzt vor allen Dingen gesund werden, okay? Deswegen mache ich jetzt die Punktion. Vorher werde ich Ihnen allerdings ein Schmerzmittel geben. Und wenn Sie in den nächsten Stunden nichts spüren, Frau Belz, dann heißt das nicht, dass es in Ordnung ist, ja? Machst du eine Fortbildung? Soll ich häkeln? Finn und Rosalie sind beim Fußball. Okay. Wie lief's in der Praxis? Du warst doch heute Morgen noch da. Ja, aber ich habe das Gefühl, dass ich was verpasse, wenn ich nicht da bin. Ach, nein. Reine Routine. Sag mal, wie war eigentlich das Mutter-Tochter-Gespräch? Wie heißt der neue Ritter? Was macht er? Wo wohnt er? Ich glaube, sie ist gerade jetzt mit ihm unterwegs. Weißt du was? Was? Ich glaube, das hier ist ein Thema für meine Dissertation. Okay. Magst du einen Wein? Ja. Sie das leise. Das klingt doch fantastisch. Das ist Schubert. Ich weiß. Bereiten Sie sich auf das Konzert heute Abend vor? Naja, eine Karte hätte ich ja noch übrig. Ist das jetzt die Einladung? Nein, verdammt! Schon gut, Sie müssen mich ja deswegen nicht gleich anbrüllen. Quatsch, ich habe mich verbrannt. Was wird das da eigentlich? Das ist Porridge. Nach einem schottischen Originalrezept. Sehr lecker und gesund. Mm. Darf ich mal probieren? Oh. Hm? Der ist wirklich lecker. Das ist jetzt nicht Ihr Ernst. Doch, das ist gut. Und vielleicht ein bisschen heiß. Sie sind gerade mit Ihrem Finger in meinen Porridge gegangen. Ich wusste ja, Sie sind ein bisschen speziell, aber so etipetiert. Kultiviert. Gut, dann bin ich eben unkultiviert. Wir sind jetzt mit Schubert heute Abend. Sie haben es ja gerade selbst gesagt, Sie sind unkultiviert. Wie soll ich mit so jemandem Sport genießen?
Bels, was ist denn jetzt passiert? Mein Knie. Ich glaube, es ist wieder rausgesprungen. Theresa? Wie hast du das denn geschafft? Ich wurde Koop trainiert. Ganz vorsichtig. Tja, ich fürchte, das war keine gute Idee. Kann sein, dass sie sich jetzt ihr Knie vollständig ruiniert haben. Ja, ich sag nur die Wahrheit. Hey. Na? Hey, na? Sorry, ich bin spät. Nicht schlimm. Haben den ganzen Tag Zeit. Ich hab mir selber schulfrei gegeben. Sieht echt krank aus. Ja, mir geht's auch nicht so gut. Schlecht geschlafen, Kopfschmerzen. Ich habe auch schon Tabletten genommen, aber... Sollen wir schnell in der Praxis vorbeigehen? Ist gleich da vorne. Nee, das passt schon. Die Pillen müssten ja eigentlich gleich wirken. Außerdem habe ich noch eine ganz besondere Überraschung für dich heute Mittag. Dann sind wir lange durch. Ich habe Beziehungen. Kommst direkt dran. Du musst zum Arzt. Du kannst doch nicht Auto fahren. Kaum lässt man sich mal auf eine Frau ein, wird man gleich von ihr rumkommandiert. Das wollte ich nicht. Echt nicht. Ich mach mir nur Sorgen. Mir zuliebe. Okay, du alte Nervensäge. Wer ist denn als nächstes dran? Die Frau Breitner. Wunderbar. Hey, Mama. Was machst du denn hier? Du müsstest in der Schule sein. War ich. Die ersten zwei Stunden sind ausgefallen. Und Simon geht's echt schlecht. Aber Sie sind ja schon wieder hier. Ist das Handgelenk schlimmer geworden? Nee, diesmal ist es irgendwie der Kopf und alles irgendwie. Okay, dann kommen Sie gleich mal mit, ja? Ja. Ist das dein neuer Freund? Nee, habe ich gerade auf der Straße aufgelesen. Sorry, ja. Und ich glaube, es geht ihm wirklich nicht gut. Kann ich vielleicht hier bleiben und auf ihn warten? Ja. Aber dann geht's ab in die Schule. Die ersten zwei Stunden fallen nicht aus, oder? Nee. Frau Breitner, bitte. Und? Ja, seit gestern habe ich ziemlich starke Kopfschmerzen. Heftige Kopfschmerzen. Nehmen Sie die mit Zimmer bitte ab. Hoppla. Haben Sie sich doch den Kopf in der Dusche gestoßen? Ja. Aber ich dachte, es wäre nicht weiter schlimm. Tat ja nicht weh bis gestern. Waren Sie ohnmächtig? Glaub nicht. Sie glauben nicht? Das müssen wir unbedingt abklären. Und sowas bitte demnächst sofort. Ich bin Ärztin, keine Hellseherin. Schauen Sie mich mal bitte an. Haben Sie sich übergeben heute Morgen? Haben Sie Sehstörungen? Nee. Nur die Kopfschmerzen, aber die werden ja auch schon besser. Haben Sie was dagegen genommen? Ja. Was und wie viel? 4 oder 5 seit gestern. Was passiert denn jetzt? Moment. Ja, Dr. von Hatzfeld. Keine Angst, es geht nicht um Schubert, es geht um Herrn Rabe. MRT des Kopfes nach Sturz, starke Schmerzen und Übelkeit. Ja, alles klar, dann schicke ich ihn rüber. Dankeschön. MRT? Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Ich habe doch nur eine kleine Beule. Die vielleicht zu einer Gehirnerschütterung geführt hat. Oder vielleicht zu noch was Schlimmerem. Lassen Sie uns das bitte abklären. Wir haben noch ein MRT gemacht und mit Dr. von Hatzfelds Ergebnissen abgeglichen. Und? Durch den Trainingsunfall hat sich die Situation in ihrem Knie nicht verschlechtert, zum Glück. Das heißt, ich kann bald wieder tanzen? Wenn Sie sich schonen. Und zwar wirklich schonen. Ich rede gerne mit der Reha-Abteilung hier im Krankenhaus. Die geben Ihnen dann Übungen, die Sie so lange machen können, okay? Aber ein professionelles Training ist nicht zu denken. Nicht in den nächsten Wochen, nein. Sie laufen sonst Gefahr, dass das Knie steif wird. Tut mir leid, dass ich Ihnen jetzt nichts Besseres sagen kann. Luisa hat das gestern gut hingekriegt, dass ich heute nicht in München sein muss. Aber das hätte sie sich echt sparen können. Das Engagement kann ich mir abschminken. Sie waren so gut, dass Sie den Job bekommen haben. Es wird neue geben. Wichtig ist, dass Sie jetzt gesund werden. Und zwar ganz gesund. Und dazu braucht es... Geduld. Geduld, genau. Klopf, klopf. Hi. Da bin ich schon. Da lassen wir niemanden verhungern. Guten. Und? Sorry. Geht's? Bisschen vorsichtig. Tut mir leid. Was hat Dr. Sandmann gesagt? Dass ich Geduld haben muss.
So, Herr Rabe, das war's schon. Sie können sich jetzt umziehen. Was ist denn jetzt? Ich sehe mir jetzt in aller Ruhe mit Ihrer behandelnden Ärztin die Aufnahmen an. Wegen so einer kleinen Beute, so einem Aufwand. Alles wieder gut. Dann ist doch gut. Wir müssen doch eigentlich los. Na dann, Überraschung. Oh, ja. Entschuldigung, bevor wir anfangen, noch kurz was Privates. Also wegen des Porridge, das war übergriffig, das tut mir leid. Gut, ist schon vergessen. Können wir jetzt anfangen? Okay. Die versprochene Spritze, die wird was ganz Besonderes. Super. Wie sieht's aus? Epidurales Hämatom. Die Blutung hat sich auf großer Fläche zwischen Schädelknochen und Uramata ausgebreitet. Wie alt ist denn die Verletzung? Von vorgestern vermute ich, dass der Patient in der Dusche gestürzt. Der Druck auf das Hirn muss dramatisch sein. Ich habe ihn gerade in den Wartebereich gesetzt. Haben Sie einen Rabe gesehen? Oder Lotte? Die sind gerade weg. Was heißt weg? Ja, die sind vor ein paar Minuten weggegangen. Ich informiere schon mal das Krankenhaus. Ich übermittle die MRT-Aufnahmen. Okay. Wir müssen auch Tanja Bescheid sagen. Was ist denn hier los? Wir können Simon und Lotte nicht finden. Die wollte in die Schule. Nee. Ich glaube, die machen mit dem Auto eine Spritztour oder irgend sowas. Was? Simon hat ein epidurales Hämatom. Das heißt, er kann in Ohnmacht fallen oder noch Schlimmeres. Wir müssen sie finden. Und Lotte sitzt jetzt bei dem im Auto? Ja. Das Tanzerlebnis war eigentlich in Portugal. Okay. Da hat's irgendwie Klick gemacht. Und dann wolltest du Tänzerin werden? So ungefähr. Warte mal. Was denn? Das Geräusch kenne ich irgendwie. Das ist der Wagen. Hä? Das sind meine Schwester und Simon. Das ist der Wagen, der mich fast umgebracht hat. Was? Bist du sicher? 100%. Moment, dann ist Simon der Drecksack, der mich fast umgebracht hat. Nee, du bleibst sitzen. Bist du irre? Ich rufe die Polizei. So, da sind wir. Na, endlich hier. Ah, Apfel. Lecker. Kommt her. Boah, lecker. Rosalie, lass sie mal ansehen. Du bist ein bisschen blass um die Nase. Ist alles gut? Ja? Ich glaube schon. Wir hatten Sport, war anstrengend. Na dann setz dich. Kann ich Apfelschorle? Du, die haben wir nicht, leider. Nee, Apfelschorle haben wir nicht. Nee. Wir aber. Ich geh was holen. Ja, aber dann beeil dich ein bisschen, sonst ist alles weg, bevor du wieder da bist. So. Mein Gott, der Junge haut rein. Es ist bewundernswert. Hm. Sag mal, auf wen wartest du eigentlich? Auf Rosalie oder die Apfelschorle? Beides. Mhm. Rosalie kommt gleich wieder, pass auf. Ich guck mal. Ist wie beim Fußball. Da kann auch keiner lange ohne den anderen sein. Tja, Männer. Was ist? Ich weiß nicht.
Mir ist schlecht. Bist du krank? Rosalie! Rosalie, ich will Hilfe! Rosalie, komm schnell! Ich geh rüber! Pass auf! Weißt du was, Fiedlein, was wir jetzt machen? Wir beide, wir rufen jetzt den Michael an. Oder den Christian. Ja? Okay, dann komm schnell. Rosalie! Um Gottes Willen! Gut, Luisa. Wir müssen ins Industriegebiet. Da treffen die sich wohl immer. Und dieser Simon ist wohl der Typ, der die junge Frau angefahren hat. Luisa hat die Polizei schon verständigt. Okay. Inge, du, jetzt ist gar ganz schlecht. Was? Wo? Ich komme sofort. Rosalie ist zusammengebrochen. Du fährst ins Industriegebiet, ich in die Villa. Okay. Die habe ich ja gar nicht mehr gerechnet. Was hast du denn gedacht? Hier. So, das sind 400. Du bist die Rennleitung. Bekommt der, der als Erster am Ziel ist, okay? Ihr wollt ein Rennen fahren. Ja. Ja? Das ist illegal. Simon kann nicht, er ist krank. Nimm dein scheiß Geld. Du hast gewonnen. Mann, Lotte, stress dir mal nicht so rum, okay? Das ist einfach nur peinlich. Was ist denn jetzt? Ey, was ist denn los mit dir? 3 Simon, nein! 2 Nein! Simon! Mama! Lotte! Mama! Lotte! Mama, schnell! Okay. Scheiße, was ist denn mit ihm? Herr Rabe, jetzt erstmal raus hier. Gut. Was ist denn los? Sie halten jetzt mal die Klappe! Herr Rabe, die Rettung ist unterwegs. Okay. Okay. Bernd! Christian! Hier sind wir! Bernd! Um Gottes Willen! Bernd, was ist passiert? Rosalie, kannst du mich hören? Sie wollte wohl Saft holen und da ist sie hingefallen. Rosalie, wieso hast du Schokolade am Mund? Hat Finn die Schokolade für dich stibitzt? Rosalie! Ich habe Durst, Süßigkeiten. Mach mich mal an. Aceton. Du meinst, sie hat Zucker? So, direkt weiter in OP3, bitte. Michael. Nee, sorry, keine Zeit. Bei dem jungen Mann zählt jede Sekunde. Tanja, ach, Gott sei Dank erreiche ich dich. Hör zu, Rosalie ist ohnmächtig geworden. Sie hat Diabetes. Nein, es ist alles unter Kontrolle, aber ich erreiche Michael nicht. Danke dir. Der Winter, den Schnee. Gott sei Dank hast du sie gefunden. Na ja. Es wird schon wieder. Wenn er losgefahren wäre, er hätte... Ich weiß, mein Schatz. Ich hatte solche Angst um dich. Es tut mir so leid, Mama. Dieses blöde Rennen, ich wusste nichts davon. Das weiß ich. Lotte, Simon hat vor 2 Tagen Fahrerflucht begangen. Was? Diese junge Frau, die Luisa kennengelernt hat, er hat sie angefahren und einfach liegen lassen. Das kann nicht sein. Ich fürchte doch. Du hast dich in ihn verliebt, oder? Schon wieder in den Falschen. Liegt es da
an, dass ich zu viel Süßkram gegessen habe? Nein, im Gegenteil. Du hattest Heißhunger drauf. Dein Körper braucht Zucker. Vielleicht nicht unbedingt Schokolade, mehr Vollkornbrot und Nudeln. Kohlenhydrate braucht dein Körper wie ein Auto Benzin. Und damit er das verarbeiten kann, braucht er Insulin und das fehlt dir. Du kannst nichts dafür. Das ist eine Krankheit. Und was machen wir jetzt? Ah, jetzt bekommst du Insulin. Ein kleiner Pieks in den Finger, morgens und abends. Ja, und bei den Mahlzeiten. Und dann kannst du ganz normal leben. Auch weiter Fußball spielen? Ja, auch das. Am liebsten würde ich da reingehen und dem Miss Kell die Meinung geigen. Du, das kann ich total verstehen. Aber dem geht's echt schlecht. Der kann froh sein, dass er überlebt hat. Der wird seine Strafe kriegen, bestimmt. Aber wahrscheinlich wird er nur Geld zahlen. Das glaube ich nicht. Das war immerhin Fahrerflucht und unterlassene Hilfeleistung. Sie sind im Krankenhaus. Sie wurden gestern operiert. Lotte? Wo ist sie? Was ist mit ihr? Es geht ihr gut. Aber sie möchte sie nicht sehen. Sobald ich raus bin, verschrotte ich die Scheißkarre und gebe meinen Führerschein zurück. Ich hoffe wirklich, dass sie wieder ganz gesund wird. Die Kollegen sind optimistisch. Ich soll Ihnen das hier geben. Von Lotte. Ich werde kämpfen. Und ich werde wieder tanzen. Bock auf einen Kaffee? Kommt gleich! Ich glaube, wenn ich so weitermache mit den Jungs, dann lande ich im Kloster. Du? Kloster? Ich lache mich kaputt. Jetzt übertreib mal nicht. Ich würde dem Ganzen noch eine Chance geben. Ich meine, aller guten Dinge sind drei, ne? Hunger! Ja, hier ist es. Ich glaube, das hättest du auch nicht besser machen können. Ja, wir wollen mal sehen, ob es auch schmeckt, ne? Moment mal. Will ich essen? Muss ich erst den Zuckerraum essen? Ganz genau. Und dann kriege ich so viel Insulin, wie ich brauche. Alles klar, in einer halben Stunde messen wir nochmal. Es dauert jetzt ein paar Tage, bis wir dich eingestellt haben. Und wir passen alle mit auf. Na klar. Sag mal, ob du nicht vielleicht ein Stückchen Wurst im Haus haben? Nein, aber bei uns zu Hause im Kühlschrank. Ja, davon kann doch kein Mensch leben. Fast so gut wie Schokolade. Hier kann man glatt zum Karnickel werden. Jetzt trinken wir mal als allererstes mal auf Finn, unseren Lebensretter. Oh ja. Oh ja, auf Finn! Auf Finn! Finn!